Ja, servus, grüß dich und hallo, der König von Fiddlebeast Beyond spricht zu Ihnen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fiddlebeast Beyond. Was geht ab? Meine lieben Damen und Herren, heute wollen wir einen Ender Dragon töten. Habt ihr wahrscheinlich noch nie in Minecraft gesehen, aber ist auch nicht so schlimm. Dafür bin ich ja da. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mir in der Zwischenzeit wieder ein bisschen mehr Equipment gebaut, denn wir sollten uns natürlich so ein bisschen vorbereiten und mein Hirn war nicht ganz so an in der letzten Zeit, habe ich irgendwie gemerkt, denn aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, man braucht für Awakened Draconium den Chaos Dragon, aber das braucht man gar nicht, sondern nur den normalen Ender Dragon und deswegen töten wir den heute, damit wir relativ schnell an Awakened Draconium kommen. Klingt gut? Klingt gut. Okay, wir haben eine Rüstung, die ist immer noch gleich, wir haben ein neues Mob Prism und wir haben das Schwert und den Bogen von den Reefern, das Ganze geupgradet auf Reefern, eben das höchste, was geht. Hier Attack Damage und hier alles mit Arrows und damit können wir den Ender Dragon hoffentlich töten. Außerdem habe ich mir einen Advanced Dislocator gebaut, den macht man sich mit Ender Pearl, einem Reefern Core und ganz mit Draconium und dann macht man das hier in diesem wunderbaren Zeug hier zusammen und dann hat man so gesehen den Charm of Dislocation. So hieß er früher, jetzt heißt er Advanced Dislocator. Und da sind zwei Sachen einprogrammiert. Das eine ist Home, da sind wir gerade. Und das andere ist das End und da gehen wir jetzt hin. Davor brauchen wir aber noch ein paar Eye of Enders. Haben wir gar nicht mehr genug. Wir brauchen 12 Stück. Yeah, klingt gut. Okay, dann machen wir so ein bisschen was. Hier so, zack. Dann machen wir das da rein. Dann haben wir 75. Ist auch okay. Okay, kann man mal machen. Ab ins End. Das Ding teleportiert einen sofort. Und jetzt ballern wir praktisch unsere ganzen Eye of Ender rein. Klingt an sich ganz gut, oder? Yeah. Das ist End. Und dann gehen wir. Bam. Okay, so sieht also das End in dieser unglaublichen Version aus. Da ist der Ender Dragon. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal. Yeah. Und jetzt kommst du dran, mein altzufriedener Ender Dragon-Freund. Alter, wir machen den ja richtig platt mit dem Bogen, ey. Der macht so ein bisschen Damage, ne? Wir können ihm eigentlich auch Rapid Fire geben, oder? Nein! Oh, ich sollte den noch. Verdammt, das war blöd. Immerhin haben wir einen Dragonheart. Okay, das war jetzt relativ unspektakulär. Aber ich meine, Ender Dragon ist tot. Das ist soweit schon mal ganz gut. Wir haben ein paar Level, das ist auch ganz gut. Aber eigentlich wollte ich ihn ja einfangen. Deswegen müssen wir jetzt einen neuen spawnen, damit wir den hoffentlich gleich mit dem Mob Prism einfangen können. Aber haben wir natürlich nur gemacht, damit ich euch zeigen kann, wie man den Ender Dragon respawnt. Logischerweise, ne? Das heißt, wir platzieren jetzt einfach vier von diesen End Crystals. Die baut man sich so. Einfach mal hier, hier, hier und hier drüben. Und dann sollte gleich das Ritual beginnen. There we go. Und der Ender Dragon wird neu gespawnt. Wow, er hat das Ding wieder aufgebaut. Wow, er hat das Ding wieder aufgebaut. Wow, er hat das Ding wieder aufgebaut. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Und da ist der Kleine wieder. Okay, jetzt versuchen wir das Ding mal einzufangen. There we go. Mob Ender Dragon programmed Wood Nun Ender Dragon. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Ender Dragon drauf. Und können damit jetzt so gesehen unsere Wood-Mob-Falle füllen. Das heißt, wir machen jetzt wieder den Kristall hier kaputt. Wie man das da so schön... Okay, den kriegen wir nicht so kaputt. Wie man das so schön kennt. Und dann können wir Dragon Hearts und natürlich auch die Ender Eggs, so gesehen, einfach in unseren Mutmo-Fallen farmen. Und müssen so gesehen die wieder her. Zumindest so lange, bis wir den Chaos Dragon töten wollen. Okay, Dinger sind kaputt. Jetzt bist du wieder dran. Yeah. Da ist er wieder da. Okay, ich bin mehr oder minder verwirrt, denn... Warte, wir sammeln ganz kurz das Herz auf. Ich bin mehr oder minder verwirrt, denn dieses Ding hier macht einem Damage, wenn man reingeht. Ich weiß nicht warum, aber... Wenn ich in den blauen Staub gehe, dann macht mir das Schaden. Geht es nach oben oder bleibt das einfach wirklich hier? Selbst wenn ich das Ei wegmache, dann bleibt dieses Schadensding hier. Okay. Bisschen mysteriös. Egal, wir stellen mal ganz kurz die Ender in unsere Wutmob-Falle ein. Es könnte sein, dass die Partikel, die gerade waren, von Draconic Evolution kommen, denn ich weiß, dass sie beim Chaos Guardian sind. Das heißt, wenn man den tötet, dann kommen auch so Wolken, die einen praktisch töten oder die einem sehr viel Damage machen und vielleicht kommt das auch irgendwie daher. Wir bauen jetzt noch einen zweiten Mob-Controller, am besten einen leeren. Hier sind überall Sachen drin. Wir gucken mal, ob wir den gleich bauen können. Können wir. Absolut awesome. Und dann stellen wir mit unserem Mob Prison hier das Ding ein. Jetzt haben wir einen Ender Dragon. Und so gesehen farmen wir jetzt hier drin Ender Dragon. Das heißt, wir sollten auch Dragon Hearts farmen. Sobald wir hier was sehen, hoffentlich. Da war gerade Dragon's Breath, wie ihr gesehen habt. Und auch ein Ender Egg. Wir können aber ganz kurz hier reingucken. Dragon. Dragon. Hier, wir haben ein Herz schon, drei Dragon Eggs und 14 Dragon Breath.
Und damit können wir es praktisch einfach warten, bis wir mehr oder minder so ein paar Dragon Hearts gefarmt haben. Und was wir damit machen, ist uns logischerweise die bessere Rüstung bauen. Das heißt, die Draconic-Rüstung und vielleicht auch gleich den dicken Energieball. Was hat er denn davon? Um uns Awakening Draconic herzustellen, brauchen wir auch wieder dieses Ritual. Wer hätte es gedacht? Wir machen uns aus 4 Draconic-Blöcken die Awakening Draconic-Blöcke. Das heißt, wir legen das hier rein. Und die Zutaten, die wir brauchen, sind zum einen mal Dragon Hearts. Die kommen einmal hier hin. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar von diesen wunderbaren Draconium-Cores. Und die werden wir jetzt alle aufteilen. Das heißt, wir brauchen 6 verschiedene davon. Und die teilen wir uns mal ganz kurz so gut es geht auf. Das sind 5. Und dann haben wir damit 6. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann drücken wir drüben auf Start. Charging das ganze Ding ab. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen länger. Normalerweise ist das Charging hier sehr viel schneller. Aber er braucht wahrscheinlich auch mehr Energie, ne? Steht dabei wie viel? 350 Millionen. Das geht sogar. Ich meine, 315 Millionen ist schon eine ganze Menge, aber es geht sogar fast noch. Mal gucken. Okay, das heißt, das lassen wir jetzt chargen. Dann haben wir Awakened Draconium Blöcke und dann können wir uns damit so gesehen die Rüstung machen. Wir können uns den Staff of Power machen, das krasseste Tool, was es überhaupt irgendwie gibt. Was noch? Wir können uns den besseren Energieball machen, wir können uns neue Energie-Leitsysteme bauen. Das heißt, Kabel gibt es von Draconic Evolution, mit denen man Energie leiten kann. Das sind keine Kabel, sondern Laser. Wir können uns die Draconic Flux Capacitor bauen, obwohl wir die eigentlich nicht brauchen, weil wir die Flux Network Sachen haben und damit unendlich Energie überall. Aber ja, also an sich ist das schon mal ganz okay so. Oh yeah, so geht das Ganze schon sehr viel schneller. Ich habe gerade ein paar Flux Points gebaut und jetzt ist der Output obstructed und habe hier praktisch überall Flux Points dran gemacht, denn die Kabel waren so gesehen jetzt gerade der Flaschenhals davon. Und jetzt lädt sich das auch sehr viel schneller auf, wie ihr sehen könnt, denn wir haben natürlich mehr Energie, die da reinkommt. Und dementsprechend geht das auch ein bisschen schneller. Hier ist immer noch alles gut, wie ich annehme. Ja, geht sogar relativ schnell leer. Das geht relativ schnell leer, okay. Aber ihr seht, das Ganze geht so auf jeden Fall ein bisschen faster als zuvor. Und da haben wir jetzt unsere Awakened Draconium Blöcke. Und ich würde sagen, wir bauen uns damit jetzt einfach mal unsere Rüstung. Klingt das okay? Klingt das annehmbar? Ja. Und um das zu machen, brauchen wir zuallererst mal die Awakened Cores. Und dafür brauchen wir Nether Star, 5 Draconium oder Awakened Draconium und 4 von den Büffern Cores. Und das haben wir auch gerade mal wieder hier vorbereitet. Das heißt, wir splitten euch mal ganz fix auf, legen 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir gesagt 5, ne? Das heißt, wir splitten euch auch mal ganz kurz auf 1, 2, 3, 4. Warte mal, das kann irgendwie nicht so ganz stimmen, oder? Waren das auch nur 4 oder waren das 5? Braucht man mehr dafür? 1, 2, warte mal, man braucht mehr Sachen dafür jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Man braucht einen neuen Fusion Crafting. Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja mal krass, okay? Also man braucht jetzt wirklich einen nächsten Altar. Okay, dann werden wir das mal ganz kurz bauen. Wir haben mittlerweile übrigens auch schon, ich glaube, 46 Herzen, also super krass. Okay, das heißt, wir bereiten die Dinge jetzt mal ganz fix vor. Und da haben wir unsere Crafting-Injektoren. Ich habe sie schon mal hier drüben mit dran geballert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unser Awakened Draconium wieder richtig aufteilen. Das heißt, wir hätten 5, wenn das richtig war. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Die werden also alle davon benutzt. Dann haben wir einmal unsere Wyvern Cores. War nur das, glaube ich, sogar, ne? Die waren dann auf 4 aufgeteilt, wenn ich das noch richtig im Sinn habe. Das heißt, so und so. Und dann kommen hier rein unsere Nether Stars. Nein, habe ich mich wieder vertan. Oh, nee. Okay, ich bin mir nicht sicher, wieso, aber es funktioniert nicht so ganz. Ich habe gerade ein paar Versuche gemacht, also ich stand einmal links, einmal rechts, einmal habe ich alles auf eine Seite gemacht, wie jetzt gerade. Ich habe das Ding weiter weggeschoben, aber das Rezept funktioniert einfach nicht. Man braucht 4 Wyvern Cores, so wie es hier aussieht, und 5 Awakened Draconium, so wie es hier aussieht. Aber er craftet das Ganze nicht. Wir haben die Wyvern Injektoren überall, wir haben überall Strom dran. So ein bisschen verwirrt gerade. Vielleicht, wenn man es noch weiter wegstellt. Nein, dann funktioniert es immer noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Okay, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Es kann sein, dass das Ding einfach nur einen bestimmten Abstand zu allen Blöcken haben darf. Und wenn es auf dem Boden steht, dann hat es einen zu hohen Abstand zu dem Ding hier ganz oben und dementsprechend funktioniert es nicht mehr. Wir buhlen unsere Items nochmal ganz kurz aus. Ich glaube mal, es lag daran. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr, aber das würde sogar Sinn machen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 hiervon und dann 1, 2, 3, 4 hiervon. 1, 2, 3 und 4. Jetzt legen wir oben Nether Stars rein und es funktioniert. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, es darf einfach nicht zu viel Abstand von den Blöcken haben. Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann drücken wir auf Start und jetzt funktioniert das Ganze auch. Jetzt können wir... Alter, wie schnell das geht. Holy shit. Oh mein Gott.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt verstehe ich auch, warum man das Ganze automatisieren sollte, denn wenn man wirklich Awakened Draconium herstellt, dann dauert das eine ganz schöne lange Zeit, glaube ich. Aber so kriegen wir jetzt unsere Cores und mit denen können wir uns dann wirklich die Rüstung bauen. Und darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir warten ganz kurz ab. 90 und 100%. There we go. Awakened Core. Drücken wir gleich auf Nächsten, denn... Drücken wir gleich auf Nächsten, denn wir wollen ja auch die bessere Rüstung haben. Hier sind Leggings, wir wollen den Helm. Was ist das denn jetzt hier? Draconic Chestplate? Macht der denn da? Das heißt, wir haben den Büfernhelm und dann haben wir zwei Cores und zwei Awakened Draconium. Aber hierfür brauchen wir jetzt auch wieder die Draconium Fusion-Dinger. Das heißt, das werden wir jetzt gleich als Nächstes machen. Die Zeit upgraden und dann können wir hoffentlich das Crafting komplett beginnen. Oh yeah, da ist der Letzte. Das heißt, wir tauschen den hier jetzt noch gegen den hier aus. Und dann haben wir jetzt wirklich alles hier mit Draconium super geilen Mega-Dingern. Und damit können wir jetzt endlich, hoffentlich, die Draconium-Rüstung machen. Das heißt, wir haben hier zwei der Kerne, unseren Büfernhelm und zwei der Ingots. Und mir wurde in den Kommentaren gesagt, dass die Upgrades hiervon kaputt gehen, wenn man das ganze Ding benutzt. Das ist natürlich doof, aber daran können wir jetzt wahrscheinlich leider nichts ändern. Deswegen, warte, was fehlt noch? Was fehlt denn noch? Awakened Core? Oh, Draconium Energy Core. Dafür brauchen wir... Okay, das ist also was anderes. Das heißt, wir brauchen ganz kurz einen Draconic Energy Core. There we go. Das sind fünf Wyvern Cores. Und dann tauschen wir den hier mit dem hier aus. Und jetzt können wir auf Start drücken. Das geht sehr gut. Das Charging geht jetzt super fast, weil wir eben praktisch kein Limit mehr haben. Wir könnten das Limit hier sogar noch einstellen. Aber theoretisch, ja, geht das jetzt eben sehr, sehr schnell. Und sind die Upgrades noch drauf? Vielleicht war es ja auch nur in der vorherigen Version so, wie die Leute gespielt haben. Und das hat sich jetzt geändert, aber... Ah, das wäre natürlich sehr doof, wenn es jetzt immer noch so wäre, ne? Not sure, though. Okay. Wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab. Und... Die Upgrades sind noch drauf, von wegen Upgrades verschwinden, Mann. Da haben sie mich verarscht in den Kommentaren. Oder jemand hat einfach keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Okay, cool. Also Upgrades bleiben drauf, das ist sehr schön zu wissen. Und als Nächstes können wir wirklich die besseren Upgrades drauf machen. Das heißt, wir können ja jetzt auch damit so gesehen auf die nächste Stufe gehen. Zum Beispiel bei diesem hier, Chaotic natürlich nicht, das ist so gesehen die höchste. Dafür müssen wir wahrscheinlich wirklich den Chaos Dragon töten. Und dann kommt Basic. Wir wollen Chaotic Core und dafür wollen wir Chaos Shards. Ja, okay, also darum kommen wir wahrscheinlich noch nicht. Jetzt mal gleich bei Draconic. Achtung, das ist dieses Ding hier. Netherstars, Hyphon Cores, Block of Emerald und Awakened Core. Und dann können wir die Sachen noch weiter upgraden. Mal gucken, ob wir das heute noch machen. Ich schaue mal gleich. Wir machen mal einen Screenshot hiervon. Das wäre sehr, sehr gut. Und dann machen wir uns einfach mal ganz kurz die Rüstung von den anderen Sachen. Ne? Ja. Als Nächstes fehlen natürlich noch die Upgrades. Und ich habe die Items dafür schon mal wieder hier reingelegt. Beziehungsweise fehlt doch die anderen Sachen, die hier mit dazukommen. Und jetzt können wir hier einfach unseren Helm mal zuerst reinlegen. Der braucht zwei Nether Stars, zwei Wyvern Cores, zwei Block of Emeralds und einen Awakened Core. Und dann drücken wir auf Start-Tri-Ra-Tri. Ich weiß gar nicht, wie viele F das braucht, aber ich nehme an, ein bisschen. Jedenfalls powern wir somit jetzt unsere ganzen Sachen in jeder Rüstung wieder höher. Das heißt, wir machen die Elf Capacity, Shield Capacity und Shield Recovery alles wieder auf Draconium. Und höher können wir damit nicht mehr gehen, denn für die Stufen höher brauchen wir dann eben den Chaos Dragon. Und den werden wir dann töten und dann können wir hoffentlich die Chaos-Sachen auch machen. Ich bin gespannt. Jetzt wird erstmal das ganze Zeug hier wieder gefusioniert so.
yeah. Ich glaube, das bezeichnet so die letzten paar Stunden, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt, glaube ich, mehr als genug Equipment und sehr, sehr gutes Equipment für den Chaos Dragon Fight. Das heißt, wir haben eine komplette Draconium-Rüstung, die komplett auf Draconium geupgradet ist. Natürlich, hier fehlt Movement Speed und hier Jump Boost, aber das sind beide Sachen, die ich nicht wirklich will oder brauche. Deswegen lassen wir die beiden weg. Movement Speed wäre vielleicht sogar noch gut, damit wir schneller fliegen können, wenn wir gegen den Chaos Dragon fighten. Vielleicht machen wir das noch drauf, mal gucken. Aber ansonsten haben wir eben F-Capacity, Sheet-Capacity und Sheet-Recovery. Alles auf Draconic und das auf allen Teilen, was sehr, sehr krass ist. Die Armor sollte also einiges aushalten. Ihr seht, wir haben hier 1000 oder 1,024 Billionen oder 1000 Billionen, keine Ahnung. Jedenfalls hat jedes dieses Ding 256 Millionen, also eine Billion. Okay, passt. Eine Billion F haben wir ungefähr drin, die wir speichern können. Dann haben wir den Draconic Staff of Power, der wohl krasseste Staff, den es überhaupt gibt und das krasseste Werkzeug, das es überhaupt gibt. Das heißt, dieses Ding hat es wirklich in sich. Es vereint so gesehen jedes Werkzeug, das es hier drin gibt. Und man kann hier drin auch noch sehr viel einstellen. Ich habe mein Numpad gerade aus. Ja. Das heißt, wir haben hier die ganzen Sachen. Wir haben Attacky Radius, AOE Safety Mode, Dick AOE, Dick Speed, Show Dick AOE und Dick Death. Das heißt, man kann mit diesem Ding zum Beispiel 7x7x7 oder so später ein riesiges Quadrat, so gesehen einen riesigen Quader ausheben, einen riesigen Würfel ausheben, wenn man das will. Wir benutzen es eigentlich nur, um zu fighten, denn dieses wundergrüne Ding hat eine Attack Speed von 4 und eine Attack Damage von 1. Das heißt, ja, es geht auf 4? Nein, ich wollte gerade sagen, ich habe hier geguckt, Attack Speed 4. Ich dachte mir gerade, das dauert ewig. Attack Speed von 0,5, aber das ist auch okay, denn wir werden die meiste Zeit wahrscheinlich eh mit dem Bow fighten. Und mit diesem Bow können wir auch noch ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel können wir Autofire on oder off machen. Wir können den Arrow Base Damage hier hochstellen, das heißt hier ist 9 das Maximum und das Ganze ist auch noch mit Velocity zusammen, das heißt wenn wir hier auf 500% stellen, dann macht unser Ding, warte, was steht da gerade unten dran? Out of Arrows, okay, das müssen wir noch verzaubern. Ich würde hierfür dann Infinity benutzen, hatte ich bei meinem alten auch drauf und damit können wir jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen machen, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall gut Damage machen, wenn wir damit auf den Chaos Guardian schießen. Wir suchen jetzt mal noch ganz kurz Arrows raus. Ich hoffe, ich habe gerade dass die Explosions off, aber Explosion ist auf 0, okay, das passt. Und dann können wir damit so gesehen später einfach hier zack, 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 die Dinger unglaublich schnell verschießen. Und wir könnten auch noch Draconic Fire anmachen. Ich weiß allerdings nicht, was das ist, aber es klingt sehr cool. Fire an Arrow Mode of Pure Energy removes the need of ammunition and unlocks the Shockwave Effect. Oh, das heißt, wir würden nur mit Energie schießen. Das klingt auch sehr interessant eigentlich, ne? Dass wir keine Pfeile schießen, sondern Energie. Vielleicht macht das sogar mehr Damage. Wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen, das wäre sehr cool. Ansonsten brauchen wir noch ein zweites RF-Network, wie nennt man das mal? Flux-Network, denn man kann entweder nur die Items, die man im Inventar, also die Items, die man im Inventar hat, oder die Items in der Hotbar kann man nur laden. Das heißt, wenn ich den hier in der Hotbar habe, doch jetzt gerade funktioniert sogar, okay. Dann brauchen wir das vielleicht nicht mal unbedingt. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, relativ gut gewappnet für den Chaos Guardian Fight. Der wird morgen stattfinden. Das heißt, wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaltet unbedingt ein. Ansonsten würde ich sagen, war das eine sehr krasse Folge. Hat auf jeden Fall lange gedauert, das ganze Zeug zu craften. Aber nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eure Wertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.